Einen schönen Samstagnachmittag aus dem Revierpower-Stadion in Bochum. Herzlich willkommen auf Arena zum Spiel VfL Bochum gegen Alemannia Aachen. Wir gönnen uns noch mal eine kurze zeitliche Rückblende. Es war der 31. Spieltag der letztjährigen Zweitligasaison und da konnten zwei Herren gesetzteren Alters den Aufstieg ihrer jeweiligen Mannschaften bejubeln. Zum einen war das Willi Landgraf und zum anderen war das unser heutiger Gast Darius Wosch für den VfL Bochum. Herzlich willkommen, Herr Wosch. Hallo. Schöne Bilder, die man immer noch mal gerne sieht. Auf jeden Fall, das war mit das schönste Erlebnis für mich als Aufstieg mit Willi Landgraf, weil er, denke ich mal, der meist Zweitligaspieler war und es hat mich gefreut, endlich, dass er aufgestiegen ist. Von Willi Landgraf weiß man inzwischen, dass er bei Schalke 04 unter Vertrag ist. Sie stehen beim VfL Bochum nach wie vor unter Vertrag, haben aber diese Saison kein Spiel gemacht. Heißt das, Sie laufen so unter der Rubrik Standby-Profi oder wie darf man Ihre augenblickliche Situation beschreiben? Ja, am Anfang dachte ich schon, dass ich Einsätze bekomme, aber leider ist es noch nicht gekommen. Vielleicht kommt es noch diese Saison. Mich würde es freuen, aber ich denke mal schon, das Wichtigste, dass der VfL Bochum nicht absteigt und der Trainer muss dafür alles tun, die Mannschaft muss dafür tun und ich denke mal, heute ist die beste Gelegenheit, uns da aus dem Keller rauszuschießen. Sie stehen ja aber quasi in den nächsten Wochen noch ein bisschen unter Doppelbelastung. Zum einen trainieren Sie beim VfL Bochum, zum anderen beginnt bald Ihr Trainerlehrgang, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Ich werde in zwei Wochen meinen B-Schein-Lehrgang machen in Köln und da werde ich zwei Wochen im Training nicht dabei sein. Aber ich denke mal, das tut mir gut. Können Sie das Training beim VfL Bochum quasi als Hospitanz auch nutzen? Ein bisschen von Marcel Koller schon lernen? Ich denke mal schon, dass ich in meiner Karriere, die ich hatte, jeden Trainer etwas mitnehmen kann. Und auf jeden Fall von Marcel Koller kann man auch viel abgucken. Alles klar, 1-2. Und wir wollen mal hören, ob Marcel Koller vielleicht auch von Darius Wosch nach wie vor profitieren kann. Bei Jörg Sebeneik steht jetzt der Trainer des VfL. Ja, Marcel Koller, Darius Wosch, inwieweit kann der, auch wenn er nicht jetzt heute spielt, Ihnen trotzdem helfen im Alltag, im Training? Ja, natürlich sehr viel Erfahrung. Er hat x Bundesligaspiele bestreitet und ist natürlich ein sehr wichtiger Mann für mich auch, weil er weiß, was abgeht. Er spricht viel mit jungen Spielern, kennt natürlich auch Bochum sehr gut und kann im Training immer wieder auch mit Gesprächen außerhalb dazu beitragen, dass wir ein gutes Klima haben. Kommen wir zum Spiel heute, zu einem, der da mit Sicherheit wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Wie weit ist Theofanis Gekas wiederhergestellt? Ja, das ist kein Problem. Hat gestern mittrainiert und gestern und heute nochmals Pflege gemacht und da ist so weit hergestellt, dass er voll einsatzfähig ist. Hatten Sie da ein bisschen Schweiß auf der Stirn? Immerhin ist er der, der die meiste Torgefahr ausstrahlt. Ja, klar, da hoffen wir natürlich schon, dass das klappt, aber unsere Physioabteilung hat das sehr gut hingekriegt und ich hoffe, dass wir das heute auch wieder sehen werden, die Tore. Außer Gekas haben wir auch mal ab und an als Torschützen Misimovic. Dahinter fehlt so ein bisschen. Trojan, der neue Rechts-Epalle. Wie bekommen Sie die dazu, dass die auch mal auftauchen in der Torschützenliste? Ja, sie erarbeiten sich auch immer wieder Möglichkeiten. Jetzt hat Joel Epalle, der hat in Bielefeld sein bestes Spiel gemacht und ich bin überzeugt, dass er heute wieder zu seinen Möglichkeiten kommt. Es wird wichtig sein, dass man die Ruhe bewahrt und auch Philipp Trojan, der hat ja auch immer wieder seine Möglichkeiten und ich habe ein gutes Gefühl, dass es heute klappen könnte. Nicht das Unwort der Saison, schon Heimkomplex bei Ihnen? Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja auch gegen Nürnberg, klar, wir haben schlussendlich dann das Spiel verloren, aber zweite Halbzeit, das hat ja auch Hans Meyer gesagt, hat sie noch keine Mannschaft so unter Druck gesetzt in dieser Saison. Das ist ein gutes Zeichen und gut, schlussendlich muss man die Tore erzielen, Punkte zu Hause lassen und das wollen wir heute erreichen. Dankeschön, viel Spaß. Ja, Bochum gegen Aachen. Letztes Jahr war es das Aufstiegsduell. In dieser Saison geht es für beide Mannschaften um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften haben aber auch unheimlich viel gemein. 23 Punkte bislang, genauso viele Heimsiege, das Torverhältnis bei beiden identisch. Was spricht heute für den VfL? Ja, dass wir endlich mal zu Hause gewinnen und endlich mal gutes Spiel abliefern. Ich denke mal, das haben die Fans verdient, das hat endlich mal der Trainer verdient, dass er auch wirklich seine Arbeit langsam akzeptiert wird und ich hoffe, dass wir wirklich gleich wie in Bielefeld Druck machen und am Anfang das Tor machen. Dann macht sich die Mannschaft meistens den Druck dann nicht mehr so, dass er wirklich, je länger das Spiel dauert, dass da Unruhe kommt, aber ich denke mal schon, dass wir das heute 2-0 gewinnen. In welcher Form haben Ihre Neuzugänge, die der VfL verpflichtet hat, zu dieser Sicherung und Stabilität, die im Augenblick herrscht in Bochum, beigetragen? Ja, das war sehr wichtig, dass wir einige Spieler dazu bekommen haben und dass die sich einfach auch sehr, sehr wohl fühlen. Man sieht bei Epalé, dass er endlich mal ein gutes Spiel abgeliefert hat, dass Anta sehr gut hinten arbeitet
Und ich hoffe, so wie schon der Trainer gesagt hat, beziehungsweise Ihr Kommentator, dass endlich mal nicht nur Gekas das Tor macht, sondern vielleicht andere. Jaroslav Drobný ist der neue Keeper. Hat der so ein bisschen das Vakuum ausgefüllt, das nach dem Weggang von Rein van Dooyenhoven so ein bisschen entstanden ist? Ich denke mal schon, dass auch ein sehr wichtiger Teil bei uns, dass wir hinten endlich mal Sicherheit bekommen haben, dass von hinten auf jeden Fall, wie früher Rein van Dooyenhoven, die Sicherheit ausgestrahlt hat. Und das macht er 100%. Darius Wosch, wir bedanken uns bei Ihnen für das Gespräch, wünschen Ihnen auch beim Trainerlehrgang alles Gute. Schönes Spiel für Sie heute am Samstagnachmittag gegen Alemannia Aachen. Stichwort ist Alemannia Aachen. Wir wollen hören, was Aachens Trainer zu sagen hat im Interview mit Jörg Sebeneik. Michael Fronzek, inwieweit haben Sie diesen Sieg, das Erlebnis Bayern aus den Köpfen rausgebracht oder sollte es sogar drin bleiben? Ja, ich denke, insgesamt die letzten beiden Wochen waren sehr erfolgreich aus unserer Sicht. Schon mit dem Spiel in Gladbach, mit dem 0-0, dann mit dem Sieg gegen Bayern. Aber ich habe immer wieder betont, dass gegen Bayern München nur 3 Punkte sind und dass das natürlich heute ein ganz anderes Spiel wird. Ihre Mannschaft hat ja durch die Ereignisse der letzten Wochen so ein bisschen den Stempel leichtsinnig, zu locker. Können Sie das als Trainer sogar positiv wenden, dass Sie sagen, zeigt den Jungs, dass ihr Profis seid? Ja, ich weiß nicht, was meinen Sie jetzt, weil zwei Spieler von mir einen Unfall auf der Autobahn hatten. Meinen Sie das? Ja, dazu muss es sich ohne, in ähnlicher Manier. Ja, ich denke, dass das mal passiert. Ich habe immer gesagt, dass die Disziplin in der Mannschaft absolut intakt ist, in Ordnung ist, was den Trainingsbetrieb angeht, was das Verhalten in der Kabine angeht, besonders das Verhalten auf dem Platz, verhalten wir uns diszipliniert. Und im Privatbereich bist du halt ein Stück weit machtlos. Ich hoffe aber, dass das in der Form der letzte Vorfall war. Man kann es ja so positiv dann auch drehen. Ja, was heißt positiv? Ich meine, positiv sind für mich die letzten beiden Spiele gewesen. Die beide zu null gingen, das heißt, die Umstellung hinten hat funktioniert oder ist es auch, dass insgesamt das Gefüge umgestellt wurde mit 3 Stürmern? Ja, insgesamt an der Taktik gebastelt, am System, aber ich bin kein Systemfanatiker, der sagt, jetzt das System ist dafür ausschlaggebend. Die Mannschaft hat es hervorragend umgesetzt. Es ist auf Kosten eines Stürmers, das heißt auch nicht, dass wir uns vor dem 16er eingraben, sondern mehr halt aus der Kompaktheit versuchen, unser Spiel zu machen. Dankeschön. Bitte. Also, Aachen will das Spiel machen, Bochum erst recht. Darius Wosch hat vorhin gesagt, wir müssen endlich mal zu Hause gewinnen. Das verspricht Spannung. Die wünschen wir Ihnen jetzt, liebe Zuschauer, beim Spiel VfL Bochum gegen Alemannia Aachen, kommentiert von Jörg Sebeneik. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen also auch hier vom Kommentatorenplatz unterm Dach des Revierpower-Stadions, da wo der Überblick am besten ist oder sein sollte. Bochum, Aachen, wir haben darüber gesprochen. Darius Wosch hat auch daran erinnert, im Mai Rein van Dooyenhoven, eines der Idole der Bochumer hier. Diese tolle Party da auf dem Tivoli, als beide Grund zum Feiern hatten. Was auch ausgiebig getan haben, die Pilz- und Shampoos-Duschen, die spüre ich jetzt noch. Und in dieser Saison beide mit unterschiedlichen Saisonverläufen, aber hier und heute mit identischem Zwischenergebnis. Punktzahl 23, Tordifferenz minus 9. Und beide große Sieger vom vergangenen Wochenende. Und der VfL Bochum hat deshalb dieselbe Mannschaft auf den Platz gebracht. Marcel Koller sah in Bielefeld die x-te Wiederauferstehung und lässt natürlich alles beim Alten mit den drei Neuen. Drobný im Tor, Yahia in der Innenverteidigung und Epalle auf der rechten Seite. Vor allem die beiden Defensiven, die haben sie weitergebracht. Die haben Stabilität reingebracht in das Spiel des VfL. Und Aachen auch unverändert. Warum auch, wenn man schon wieder die Bayern geschlagen hat. Michael Fronzek jetzt dreimal hintereinander mit derselben Startelf vor dem Gladbach-Spiel. Da nahm er Sichone und Pinto raus aus der Viererkette, brachte Herzig und Stehle seither 180 Minuten ohne Gegentor. In der Offensive, die einen nennen es ein 4-3-3, die anderen ein 4-5-1 mit Ibisevic in der Mitte. Und Rösler und Schlaudraff, die um ihn rumkurven und die Außen auch besetzen. Da kann man herrlich drüber philosophieren. Am Ende steht ein starkes 0:0 in Gladbach und ein 1:0 Sieg gegen den FC Bayern München, von dem Michael Fronzek unter der Woche sagte, es gab schon Mannschaften, die danach glaubten, sie hätten es geschafft.
Die haben es geschafft, bis auf den heiligen Rasen des VfL. Erwarten ihren großen Augenblick. Einmal an der Hand der Profis. Bis zum Anstoßkreis. Und dann ruckzuck wieder zurück. Da haben sie seit Wochen darauf hingefiebert. Und sie zelebrieren den Grönemeyer. Immer wieder eine schöne Stimmung eigentlich hier im VfL-Stadion. Aber was hat es gebracht? In dieser Saison ganz großes Problem, die Heimspielbilanz. Es gab 4 Siege in 11 Versuchen, aber eben auch 7 Heimniederlagen. Keine andere Mannschaft. Musste so oft zu Hause die Punkte dem Gegner überlassen. Und jetzt sind sie da. Die Großen, die die Kleinen an die Hand nehmen werden. Fritz Behrer, Siegtorschütze gegen die Bayern. Der Bayer gegen die Bayern. Alles Vergangenheit. Heute die Aufgabe, im Revier die Null halten hinten und vorne am besten den einen oder anderen machen. Auch Fritz Behrer wird natürlich wieder bei Standardsituationen vorne mit dabei sein. Der andere Innenverteidiger, Nico Herzig. Einmal freundlich winken und jetzt ganz schnell runter vom Rasen für die Dötze und drauf auf den Rasen mit Schiedsrichter Peter Sippel. Bleiben stehen. Gutes Spiel. Hoch im Anstoß. Alles gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Tabellennachbarn unter sich. Der Vierte beim Fünften. Lautern schießt sich auf Erstligakurs. Der nächste Gegner, Konkurrent Aue. Siebter gegen Achter. Fürth empfängt Augsburg. Beide haben 33 Punkte. Beste Zutaten für ein bayerisches Schmankerlderby. 15. gegen 14. Unterhaching gegen Jena. Abstiegskampf mit allen Mitteln. Die zweite Liga am Freitag. Morgen ab 17.30 Uhr. Live auf Arena. Du bist der Einzige, der macht eine Entscheidung. Du bist der Chef, wenn du den Ball hast. Das ist geil. Arena aus Liebe zum Spiel. Sie sind die ersten Sieger des Tages, haben die Platzwahl gewonnen. Bleiben so stehen, spielen von links nach rechts die Alemannen. Und das ist einer von den Neuen, Joel Epalé. Kameruner, kam aus Griechenland, so wie Theofanis Gekas. Und darauf bauen sie natürlich, dass er hier genauso einschlägt. Anstoß für den VfL. Schauen wir in den ersten Minuten auf die Zweikämpfe. Wer kommt besser rein? Wer gewinnt sie? Wer zeigt, dass er von Anfang an wach ist in diesem 6-Punkte-Spiel um den Klassenerhalt? Trojan gegen Steele.
Und Philipp Bönig kann es zum ersten Mal gefährlich machen. Dabrowski will verlängern, kommt aber nicht dran. Und Devils Artistik führt nicht zum Ziel. Michael Fronzek ist durchaus optimistisch nach den guten Auftritten auf Schalke, wo sie schon sehr kompakt standen, mit wenig Glück und viel Pech 1:2 unterlagen. Dann das 0:0 in Gladbach. Und in dieser Reihe würde jetzt noch ein Sieg fehlen. Aachens erste Angriffsversuche gestoppt von Yahia. Von der ersten Minute seines Bochumer Engagements ohne Probleme sich einzugewöhnen. Franzose algerischer Abstammung. Im Internat von Sochaux groß geworden. Spielte in Jugendmannschaften für Frankreich, war aber der erste Profi, dem dann erlaubt wurde, in der A-Nationalmannschaft für Algerien anzutreten. Epal im Abseits. Die Fahne ist oben. Schiedsrichterassistent Hofmann hat es richtig gesehen. Ibisevic, aber Bönig vor Schlaudraff. Aachen zum ersten Mal im Strafraum. Noch hat keines der beiden Teams die Partie im Griff. Und wieder die Fahne oben, Gickers diesmal im Abseits. Eine Spezialität der Aachener. Auch hier richtig gesehen von Walter Hofmann aus Ansbach. Marcel Koller hat Mut gefordert von seiner Mannschaft, aber keinen Übermut. Denn Aachen kontert stark. Und deshalb dürfen seine Sechser, Sebel und Dabrowski, nicht einfach mit nach vorne marschieren, müssen immer das Auge auf den Konter haben. Schröder, bevor es eine Ecke wird, macht er lieber einen Einwurf draus. Und die Bochumer können das auch mit der Abseitsfalle gegen Laiva Kabessi. Gekas, freie Bahn für Trojan. Und das erste Mal wird brandgefährlich für Stefan Straub im Kasten der Aachener. Und da fehlt dann neben Gekas der zweite, der Stürmerblut hat und der in so einer Situation im 5-Meter-Raum steht. Und drauf lauert.
Wieder der Versuch, Bönig auf Dabrowski. Auch diesmal hat Rösler aufgepasst. Ja, ja, hatte die Arme mit dran. Und das ist natürlich die dritte Abseitsposition innerhalb der ersten gut 6 Minuten. Dürfte ordentlich was zu tun bekommen. Der Assistent. Darf man die Bälle nicht weggeben. Aachen vorsichtig in dieser Anfangsphase. Aber sicher wie Leiva, Cabessi und Straub. Gut gelöst von Visimovic. Dekas und Bönig hat den Fehlpass, den Patzer wieder ausgebügelt. So soll es sein. Theofanis Dekas auf Trojan Epalle. Hat in Griechenland eine für einen offensiven Mittelfeldspieler ordentliche Quote gehabt. Und Marcel Koller verlangt von ihm mehr Zug zum Tor, nachdem er in den ersten Partien sich darauf beschränkt hatte, die Linie rauf und runter zu. Freistoß Aachen, Regekampf steht bereit. Der Herr der ruhenden Bälle bei den Gelb-Schwarzen. Lorenzo Aurelio Regekampf. Guter Ball, aber von Rösler nicht ganz richtig berechnet, denn auch die Höhe stimmte eigentlich. Offensivstandards eigentlich die Stärke des VfL Bochum. Und dazu passend in Anführungsstrichen eine gewisse Schwäche der Alemannen in der Defensive. Bei Standards vor allen Dingen im Kopfballspiel. Auch darauf setzen die Bochumer heute. Schröder und Epalle, die rechte Seite, noch nicht so gut drin im Spiel wie links Bönig und Trojan. Laudraff mit dem schwachen Zuspiel, das Maltritz abfangen kann. Schröder und die suchen Gickers. Und das weiß Kitzpera, das weiß Steele, der mit reingerückt ist. Das weiß Herzig. Dadurch Bochum relativ leicht ausrechenbar, wenn sie es durch die Mitte versuchen. Dabrowski zum ersten Mal drangekommen an die Kopfballverlängerung, aber nicht den eigenen Mann gefunden. Steele, nicht der filigrane Mann für den Spielaufbau, aber dafür
erledigt er seinen Defensivpart. Rechts in der Viererkette. Genauso wie Frontex sich das vorstellt. Und darf jetzt dran gegen Bönig, Misimovic, Dabrowski, Schröder gegen Herzig, Eckball. Erster Eckball des Spiels, erste große Torchance, Fragezeichen. Rösler ist da, aber die Szene noch nicht vorbei. Misimovic mit dem langen Schlenzer, halb Torschuss, halb Flanke für ihn, für Dabrowski. Zwischendurch Misimovic. Wechsel zur neuen Saison nach Nürnberg. Das Loch will erstmal gefüllt werden. 12 Verträge laufen aus bei den Bochumern. Eine Menge Arbeit für Stefan Kunz, den sportlichen Leiter. Ibisevic. Versucht alleine, Rösler wollte den Ball haben, war aber zugedeckt von Dabrowski. Und Rösler gab einen Kontakt mit Trojan, aber der war nicht genug für einen Elfmeter. Klitzperer springt unter den Ball durch. Ruckzuck wurde es gefährlich auf der anderen Seite. Aber Gekas kam nicht mehr dran. Kleine Unsicherheit, aber der Ball kommt auch aus der Sonne. War nicht einfach für Klitzperer. Bochum hält den Ball über mehr Stationen. Und Plass-Henrich zeigt, dass er keinen anderen Rat wusste in dieser Situation. Und das merken auch die Fans. Des VfL Bochum. Gut 3000 auch aus Aachen angereist. Insgesamt aber geschätzt keine 20.000. Epalle. Abstoß. Der Assistent Walter Hofmann stand direkt dahinter. Er muss es richtig gesehen haben. Foul Dabrowski. Mit deutlichen Worten in Richtung der Kollegen Maltritz und Jaja. Stimmung bei den Aachenern gut und kann jetzt noch besser werden. Regekampf und Lehmann. Regekampf, Drobny, sicher so, wie man ihn hier kennengelernt hat. Den Tschechen Jaroslav Drobny. Jetzt gucken wir mal, was er mit dem Fuß kann. Ja. Die Rückgabe war auch sehr unterdurchschnittlich von Marcel Maltritz.
Neuaufbau Aachen. Gutes Direktspiel. Und da ist Ivicevic. Erste Schussgelegenheit für Alemannia Aachen. Wenn man sagen könnte, da kann man mehr draus machen. Und Gickers wieder im Abseits. Natürlich gegen eine Mannschaft, die auf Abseits spielt, muss man erst recht immer genau auf der Kante stehen. Wir schauen noch mal rein. Muss Drobny sogar nachfassen. Dabei war der gar nicht so hart geschossen. Bade durfte es versuchen in der Hinrunde. Skov Jensen, mit beiden waren sie hier nicht richtig zufrieden. Dann kam Drobny und alle sind voll des Lobes, aber er ist nur bis zum Sommer ausgeliehen vom FC Fulham. Die Frage ist, wenn er weiter gut hält, empfiehlt er sich für den VfL oder für einen anderen Verein? Zweiter Torwart jetzt übrigens René Renault. Die Aachener überstürzen nichts. Sie lassen die Bochumer kommen. Wissen, dass denen das nicht so richtig liegt, das Spiel selbst machen zu müssen. Debel findet vorne keine Anspielstation, mahnt Bewegung an und der Ball von Yahia landet nirgendwo. Marcel Koller vermisst den Mut, den er gefordert hat. Der kleine Kameruner schneller als Laiva Kavessi. Stebel und die Idee hat Schröder nicht kommen sehen. Aber Fehler Laiva Kavessi. Epalle, kein Elfmeter. Ball gespielt. Korrekte Entscheidung. Vorhin schießt sich der Peter Sippel. Aber die Aachener kommen einfach nicht in den Rhythmus. Lehmann, überhaupt keine Diskussion möglich. Maltritz weiß auch nicht, wo es hingehen soll. Also das machen die Aachener gut. Das hat garantiert auch genau so auf der Taktiktafel gestanden. Jetzt müssen sie noch den Weg nach vorne finden. Vielleicht jetzt. Regekampf und dann dauert es zu lange. Schlaudorff hat auch nicht richtig gezeigt, wo er hin will.
Kickers, sieht ein bisschen arg lässig aus. Jan Schlaudras. Und jetzt erwarten alle etwas von ihm. Und Sie sehen ein Solo, das ohne Foulspiel endet, das mit einem Ballverlust endet. Devel genauso wenig verdächtig wie Lehmann auf der anderen Seite. Misimovic und Trojan. Es muss schneller gehen. König bietet sich an. Und dann kommt der Ball über 3 Meter nicht. Schlaudraff gegen Maltritz. Absolut untaugliche Mittel. Ah, das Bein geht raus, aber Schlaudraff will gar nicht mehr hinter dem Ball her. Ja, aber doch schon wesentlich grenzwertiger als auf der anderen Seite. Aber es war der Gesamteindruck, glaube ich, der Sippe dazu brachte, nicht Elfmeter zu pfeifen. Schlaudraff machte gar nicht mehr den Eindruck, als ob er den Ball erreichen könnte, wollte. Und so wirkte es auf Sippel offensichtlich, wie er als ein Einfädeln, als eine Aktion von Stevel. Schröder. Gekas gegen Straub, kein Foul, aber auch kein Problem für Stefan Straub. Ivisevic lässt da einfach mal die Seite frei, anstatt auszuhelfen. Und Epalle. Gekas kommt ihm kurz entgegen, aber der Pass zu ungenau. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Aachener bewegen. Erik Meyer will mehr Tempo drin haben. Und dann kommt der Pass nicht. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist um und das Niveau des Spiels stark ausbaufähig. Wenn was geht bei Bochum, dann über links. Bönig. Bönig hat ganz viel Zeit. Was macht er draus? Findet der Boski Gekas Tor! Aber da können Sie sich bedanken bei fast allen, die in der Offensive dabei waren. Wie Misimovic und Trojan, die prima die linke Seite geöffnet haben. Bönig, der die Ruhe behält. Dabrowski. Der Gekas sieht. Und für den war es dann fast die leichteste Aufgabe. Der Pass, Trojan. Bönig, Rösler weggelaufen. Dabrowski. Wo waren Klitspera? Wo war Herzig? Gekas komplett alleine, 5 Meter vor dem Tor. Natürlich keine Chance für Stefan Straub. Und die Fahne ist oben. 10. Saisontreffer für Theofanis Gekas. Und wenn wir mal ein bisschen angeben wollen, griechisch Leistungskurs. Theophanes heißt die göttliche Erscheinung. Wenn die Bochumer die Klasse halten, dann nur wegen seiner Tore. Palle mal rüber gewechselt. Muss schneller kommen der Ball. Dann hat Plasenrich gar nicht erst die Chance, ihn da rein zu grätschen. Guter Versuch von Rösler auf Ivisevic. Aber der scheitert allein gegen 2. Misimovic macht es sich selbst zu schwer.
Und jetzt müssen sie diese Hinhaltetaktik aufgeben, die Aachener. Dem Spiel wird es auf jeden Fall gut tun. Klaas-Henrich auf Steele. Wie gesagt, nicht gerade ein offensiver Außenverteidiger, denn sonst hätte er sich jetzt rechts angeboten. Hat aber nicht, Ivicevic wusste nicht, was soll er machen und nimmt das Foul gerne an. Freistoß. Regekampf. Klitzpera dabei. Herzig, aber er soll ganz hinten auf Leiva Cavessi kommen. Herzig reklamiert Handspiel von Maltritz. Sippel lässt weiter spielen und lässt den Konter zu, der Bochumer. Trojan in der Mitte, hinten lang, da ist Gekas. Aber er nimmt Misimovic. Und für den ist es schwer, aus 15 Metern per Kopf. Herzig. Ja, Unterleib, dazu angelegt, der Arm, also richtig entschieden von Sippel. Und die Chance auf der anderen Seite. Sippel hat beide Mannschaften einmal gepfiffen bisher in dieser Bundesliga-Saison. Bochum fühlte sich mal benachteiligt von ihm in Dortmund beim 1:1. Klares Tor von Fabio Junior. Nicht gegeben. Das wäre das 2:1 gewesen. Da denken sie heute noch dran. Und wieder die Gefahr über links. Häme aus dem Bochumer Fanblock. Alemannia im Abstiegsjahr. Wir erinnern uns an die letzte Saison, diese Partystimmung, diese permanente in Gelb-Schwarz. Da hieß es natürlich von den Aachenern, Alemannia im Aufstiegsjahr. Bochum allerdings wesentlich häufiger abgestiegen als Alemannia Aachen. Trojan verlängert. Klitzpera war wach. Misimovic im Doppel mit Gekas. Und wir sehen nochmal die Entstehung des Tores. Dabrowski, der die Übersicht behält, nachdem es bei Bönig genauso war. Fanny Heinemann und Marcel Koller wissen, wie wichtig dieser Theofanis Gekas, diese göttliche Erscheinung für den VfL ist. Dabrowski. Und immer wieder die rechte Abwehrseite. Das Pärchen Steele und Regekamp funktioniert nicht. Bönig macht den flach. Aber Klitzpera. Dauert viel zu lange.
Dabrowski und Misimovic gegen Herzig. Der nimmt den linken Arm zur Hilfe, aber Sippel sagt, weiterspielen war noch im Rahmen des Erlaubten. Staudrap, jetzt kann er mal Tempo aufnehmen. Aber sie kennen ihn inzwischen. Sie wissen genau, wann diese gefährlichen Situationen zu unterbinden sind, wann man sofort draufgehen muss, damit er gar nicht erst in sein Allzugtempo kommt. Michael Frontzek strukturiert ja schon die Halbzeitansprache. Dabrowski wieder gut gestört. Mittlerweile klare Überlegenheit des VfL in allen Mannschaftsteilen. Das Mittelfeld aggressiver. Die Offensive beweglicher. Und deshalb die 1:0-Führung durch das Tor von Theofanis Gekas in der 25. Ganz klar verdient. Erklärungsaktion von Misimovic. Ja, der kann auch grätschen. Wäre beinahe zur Vorlage geworden für Gekas. Stebel, aber der steht ja doch noch Meter im Abseits, der Grieche. Aktion Rösler auf Regekampf, will einmal durch drei. Und sieht das selbstredend anders als der Schiedsrichter Rösler. Und der ist drin, nein, jetzt aber. Ivicevic aus heiterem Himmel, der Ausgleich. Durch Vedat Ivicevic. Viertes Saisontor und schon das dritte in der Rückrunde. Eieiei, da haben wir solche Loblieder gesungen auf Jaroslav Drobny. Und das Ding muss er sich natürlich ans Revier heften. Sieht das Unheil schon kommen. Eine Lektion für Lippenleser, die des Tschechischen mächtig sind und da insbesondere die Schimpfworte gut drauf haben. 1:1, werden die Karten neu gemischt, ist die Frage. Aachen fand nach vorne kaum statt und Schmadtke ganz aufgeregt. Koller und seine Defensivpatzer zieht sich durch die ganze Saison. Schröder. Lehmann vor Misimovic. Die Fans sind wieder da, des VfL. Obwohl dieser Ausgleich dem Spiel, den Kräfteverhältnissen nicht gerecht wird. Lehmann gut gemacht, obwohl bedrängt von Misimovic.
Lars Henrich zu ungenau, dieser Pass auf Regekampf. Gute Aktion von Epale, der rübergekommen ist von der rechten Seite. Misimovic verlängert. Gekas, kann er stören, der Kameruner. Ja, er stört so sehr, dass Sippe Freistoß gibt für Nico Herzig und Alemannia Aachen. Aber hier nochmal die seitliche Kamera, die uns zeigt, dass er gleich zweimal patzt. Zuerst kann er den Ball über die Latte lenken und dann muss er ihn, als er steil runterkommt, festhalten. Michael Fonzek sagt natürlich trotzdem Dankeschön. Verkraften Sie diesen erneuten Rückschlag. Dabrowski, der doch bisher so gut spielte, mit dem technischen Fehler. Ibisevic. Maltritz dazwischen. Misimovic mit dem steilen Versuch auf Epale, aber Straub spielt mit als eine Art Libero hinter der Viererkette. Muss er ja auch, weil die so oft auf Abseits spielt. Regekampf unter Druck gesetzt von Bönig und dadurch bekommt Rojan den Ball. Dabrowski. Wird das Bein dazwischen gebracht. Richtige Entscheidung. Stebel. Der Kapitän traf am ersten Spieltag in Mainz. Seither nicht mehr. Aber ich kann mich an das ein oder andere schöne Ding von ihm, gerade aus der Distanz erinnern, auch in der zweiten Liga. Und jetzt hat er Glück, dass sein Fehler da nicht zu einem ganz gefährlichen Ballverlust wird. Sie müssen das Spiel wieder breiter machen. Die Bochumer. Sie scheinen Wirkung zu zeigen nach dem Gegentreffer. Und die Wirkung, auch die hier, die ist selbstredend euphorisierend.
Debel. Zu flach. Bönig macht immerhin einen Einwurf draus. Jetzt haben sie es eilig, um vor der Pause möglichst nochmal wieder zur Führung zu kommen. Gekas konnte sich nicht entscheiden zwischen Flanke und Torschuss. Konstanz ist das Zauberwort für ihn, für Marcel Koller. In der gesamten Saison hat es der VfL Bochum noch nicht geschafft, zweimal in Folge zu gewinnen. Nach jedem Dreier kam sofort postwendend der Rückschlag. Jedes Mal das gleiche Vorhaben. Den Dreier vergolden und was man da sonst noch alles sagt. Und jedes Mal gleich die Enttäuschung hinterher. Misimovic gegen Plasenric. Und da hat Dabrowski nicht geschaltet, war nicht wach genug, hat nicht damit gerechnet, dass sich der Mannschaftskollege so klasse durchsetzt. Da fehlt das Stürmerblut bei Christoph Dabrowski. Aachen gerät nochmal unter Druck hier in der Schlussphase der ersten Hälfte. Zurückgepfiffen und Regelkampf macht es jetzt schnell. Rösler schlau drauf. Schlau drauf. Erster Schussversuch des Bald Bayern. Weit entfernt von seiner Glanzzeit in dieser Saison, als er in der Hinrunde die Bundesliga verzauberte. Da wird das Publikum unruhig, wenn es nicht immer nach vorne geht. Aber bevor er einen Fehlpass fabriziert, den er selbst schon ahnt, muss man auch mal hinten herum spielen können. Die erste Halbzeit ist vorbei, pünktlich abgepfiffen von Peter Sippel. Gekas, 25. Minute, das 1:0, völlig verdient für eine nicht berauschende, aber überlegene Bochumer Mannschaft. Und dann Ivicevic mit dem Ausgleich in der 35. 1:1. Diese Elf kann noch viel aus sich rausholen. Bis nach der Pause mit Krombacher. Der 24. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga live auf Arena. Morgen ab 17.30 Uhr. Aue gegen Kaiserslautern. Unterhaching empfängt Jena. Und Augsburg zu Gast in Fürth. Weiter geht's am Sonntag ab 13.30 Uhr. Mit Freiburg gegen Duisburg. Rostock empfängt Burghausen. Paderborn zu Gast in Koblenz. Essen gegen Offenbach. Und 1860 München empfängt Braunschweig. Der Abschluss des 24. Spieltages. Am Montag dann ab 19.45 Uhr mit dem KSC gegen den 1. FC Köln. Alle Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga. Morgen ab 17.30 Uhr. Sonntag ab 13.30 Uhr und am Montag ab 19.45 Uhr.
live auf Arena. Wenn 60.000 Zuschauer oder über 60.000 Zuschauer im Stadion sind, und die Stimmung, die da ist, die Euphorie, die da herrscht, das ist einfach faszinierend. Arena, aus Liebe zum Spiel. Hamburg, 3 Siege in Serie. Weg von den Abstiegsrängen. Die Strategie von Huub Stevens greift. Und das ist der 3. Sieg in Folge. Schalke dagegen. Die Mission Meisterschaft bekommt erste kleine Risse. Der Vorsprung des Tabellenersten schmilzt. Eine zweite Heimniederlage und die Titelträume geraten in Gefahr. Schalke gegen HSV. Morgen ab 20 Uhr. Live auf Arena. Das ist ganz klar ein Elfer. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Und Krombacher. An die eigene Nase fassen. Und wenn das mit der Selbstanalyse geklappt hat in der Aachener Kabine, dann kann das nur heißen für Rösler, Ibisevic und Co., dass es jetzt schneller nach vorne geht und Sascha Dumm kommt für Jan Schlaudraff. Der ist nicht angeschlagen, der ist nicht verletzt. Der war einfach nur schwach und hat viel zu wenig getan in dieser ersten Hälfte. Menschen, die mit Zahlen umgehen können, haben daraus gefunden, dass es 17 Ballkontakte waren in der ganzen ersten Halbzeit und ein schwacher Distanzschussversuch, muss man sagen. Zu wenig. Er hat Erwartungen geweckt und er muss sie jetzt immer wieder erfüllen und das ist ihm heute zumindest nicht gelungen. Da ist schon Dumm. Der mehr zeigen will. Gegen die Bayern wurde er auch eingewechselt in der zweiten Halbzeit, 56. Jetzt also schon 11 Minuten eher auf dem Platz. VfB Bochum, die 11 von Marcel Koller. Ohne Änderung. Mal sehen, ob wir es schaffen, ein wenig mehr Druck aufzubauen. Sie waren überlegen in der ersten Halbzeit, überhaupt keine Frage. Und sie durften diese Führung nie hergeben. Nicht gefault, eher andersrum. Aber Schiedsrichter Peter Sippel aus München lässt das Spiel laufen. Dabrowski nicht zum ersten Mal ein wenig ratlos, wo er den Ball denn hinplatzieren kann. Stäbel, Handspiel.